und bin aber noch als Berater unter anderem für eBürg tätig, aber eben auch für viele Kommunen. Wir haben auch im Remstal ein interkommunales Projekt in Kernen, Remshalden und Winterbach angestoßen. Da war ich also in vielen Gemeinderäten und habe das Projekt vorgestellt. Also von daher ist mir der Rems-Murr-Kreis durchaus ein bisschen ans Herz gewachsen, muss ich fast sagen. Ja, und alles andere wurde ja auch schon freundlicherweise genannt. Ich bin in vielen Architektenwettbewerben beteiligt. Und das Interessante ist, die Stadt Konstanz hat mich jetzt beauftragt, auch mal für Wettbewerbsverfahren mal Eckpunkte darzustellen. Und da werde ich Ihnen ein paar Eckpunkte, die möglicherweise auch für Schorndorf interessant wären, für Bestandsquartierentwicklung oder auch Neubaugebietsentwicklung mit vorstellen. Ich komme ja von der Stadtplanung her, das heißt, ich bin gelernter Architekt und Stadtplaner, bin dann fremdgegangen mit dem Thema Energie, bin also so zwischen beiden Themen, changiere ich hin und her. Ich verstehe die Energietechniker genauso gut wie die Stadtplaner. Das ist also dieses Thema Sprachkompetenz zwischen verschiedenen Disziplinen. Wenn also Stadtwerke mit Stadtplanern zusammensitzen, muss man doch, habe ich bei verschiedenen Projekten festgestellt, ein bisschen sprachlich auch vermitteln, was meint wer eigentlich, wenn er über Dichte redet zum Beispiel. Meine These ist, Klimaschutz ist ein Stadtplanungsthema. Und es ist ein Schlüsselthema für die städtische und regionale Entwicklung. Es ist eigentlich heute auch eher in dem Thema Leitbilddiskussion eines der neuen Leitbilder in der Stadtplanung und in der Stadtentwicklung. Das wird ja auch durch die Gesetzgebung und durch die Fördermimik sowohl vom Land als vom Bund auch sehr stark unterstützt. Aber was man nie vergessen darf, und das hat ja auch das Land erkannt und auch der Bund erkannt, dass es natürlich auch soziale und gesellschaftliche Prozesse sind im Stadtumbau und im Baugebiet Neubau. Und der Klimaschutz muss eben auch als solcher gestaltet werden, also muss auch sozialverträglich gestaltet werden. Und die aktuellen Vorschläge der Kommission zur Gaspreisbremse deuten ja ein bisschen darauf hin, dass da durchaus in die Richtung auch ein bisschen mitgedacht worden ist. Deswegen hier einfach nochmal so als Übersicht, das sind so die Themen, die uns eigentlich in der Stadtplanung, Stadtentwicklung interessieren. Das ist die Mobilität, das ist die Thema Dichte, das ist natürlich das Thema Klimaschutz, aber auch eben links oben dann eben das Thema, wir werden alle älter, wir brauchen altersgerechte Städte. Und sehr schön fand ich mal, Willy Brandt hat 1961 einfach mal in den Raum geschmissen, blauer Himmel über der Ruhr, wir wollen einfach bessere Luft haben. Und so ähnlich sehe ich das auch mit dem Klimaschutz. Wenn Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in der Stadtplanung einfach als Leitthema wie Mobilität, wie Freiraum und andere Dinge mit hineinkommen, dann haben wir eine Chance, sozusagen in dieser integralen Planung eines ganzen Stadtgebietes dieses Thema dann wirklich auch in hoher Qualität und sozialverträglich weiterzuentwickeln. Living within limits fairly ist eben genau auch so ein bisschen diese Überlegung. Wir wollen auf der einen Seite Living within Limits, also wir müssen einfach die Grenzen dessen, was wir an Ressourcen brauchen für unser Leben, mit im Auge behalten. Aber wir haben auch die Maxime, die ethische Maxime Living Fairly. Also das Ganze muss auch im sozialgerecht und sozialen Ausgleich eben passieren. Das sind für mich so, wenn ich Stadtplanungsvorlesungen mache, einfach ganz wichtige Themen der neuen Leitbildentwicklung. Ja, da kommt dann irgendwann mal die Badische Zeitung und schreibt, Klimaschutz prägt die Stadtentwicklung. So weit würde ich noch nicht gehen, aber die Schlagworte sind ganz interessant. Sie sehen links vielleicht auch noch mal die 10-Jahres-Auswertung der Leipzig-Charta. Das ist ja dieser Zusammenschluss 2007 der verschiedenen Bauminister der europäischen Länder gewesen, die eben auch als eines der großen 5 Punkte das Thema, wir müssen eben Energieeinsparungen, bessere Mobilität haben, wir müssen einfach das Leben auch unter den Ressourcenbedingungen anders gestalten. Und dann geistern natürlich ganz viele Themen, die werden so, sage ich mal, wie die Sau durchs Dorf getrieben, klimaneutrales Quartier und so weiter. Was heißt das? Das Land hat sich das Ziel gesetzt, klimaneutral zu sein. Schorndorf hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu sein. Man muss sich dann immer klar machen, was heißt das?
Oben habe ich ja die Definition mal aufgeschrieben, dass wir eben ein Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von Kohlenstoff in der Atmosphäre herstellen wollen. Also praktisch eine Klimaneutralität in der Entwicklung. Es geht etwas weg und es kommt wenig dazu. Und das ist natürlich genau der Punkt, über den man sich bei der Stadtentwicklung dann genau Gedanken machen muss. Was heißt das dann konkret in der Umsetzung, wenn ein Neubauquartier oder ein Bestandsquartier eben dieses Thema Klimaneutralität erfüllen muss? Ich möchte noch einen anderen Begriff einbringen, den ich auch, als ich für den Landkreis in Schorndorf im Mai referiert habe, auch noch mal dargestellt habe, nämlich das Thema Klimagerechtigkeit. In der Sozialwissenschaft wird ja das Thema Energiegerechtigkeit seit einiger Zeit diskutiert. Und ich denke auch wieder diese Aufforderung, diese Maxime, eben die ethischen Grenzen zu beachten, wirklich sozial verträgliche Entwicklungen zu schaffen, gerade in Bestandsquartieren, ist doch sehr, sehr wichtig. Und das haben wir auch bei Sanierungsgebieten in Stuttgart, wo wir 5 Jahre Quartiersmanagement gemacht haben, deutlich gemerkt, wenn man mit der Bevölkerung dort eng in Kontakt ist, wie viele Ängste im Zusammenhang mit der Veränderung, energiesparendes Bauen, Klimaveränderung auch da sind. Und da ist also Kommunikation ein ganz, ganz großes Thema. Nochmal das Credo von mir, die Verbindung zwischen Stadtplanung und Klimaschutz herzustellen. Nicht umsonst haben viele Städte, wie zum Beispiel die Stadt Esslingen oder die Stadt Dortmund, Stadtplanungsämter und Klimaschutz in ein Amt gebündelt, um dort also, sage ich mal, die Stadt der kurzen Wege oder die Verwaltung der kurzen Wege zu ermöglichen und diese Themen eng zusammenzustecken. Vielerorts erlebe ich aber, dass Stadtplanung sozusagen seine eigene Dynamik hat und der Klimaschutz seine eigene Dynamik hat und die Bindeglieder dazu fehlen. Und ich habe versucht, einfach mal die Bindeglieder darzustellen, die Ihnen ja auch bekannt sind. Wir haben es einmal Energienutzungsplan genannt, das haben wir in Esslingen gemacht. Das ist eigentlich so ein bisschen der Vorläufer der kommunalen Wärmeplanung, die ja auch Schorndorf angeht, also als verpflichtende Wärmeplanung bis Ende nächsten Jahres im Land durchgeführt werden muss. Aber wir sehen eben auch diese integrierten Quartierskonzepte eigentlich als ein Thema, was aus der Stadtplanung, aus der Stadtentwicklung herauskommt und nicht aus der Energieentwicklung. Also ich hadere immer ein bisschen, wenn ich sehe, es geht immer nur um Nahwärmekonzepte bei diesen Quartiersentwicklungen. Nein, es geht um die Integration in das gesamte Stadtentwicklungsgebiet bis hin zu Bürgerbeteiligungsverfahren, Teilnahme an Stadtfesten und ähnlichen Dingen, um wirklich dieses Thema in alle Bausteine des Umbaus eines Quartiers mit zu integrieren. Hier habe ich das einfach mal dargestellt. Das ist die eine Ebene, also die Verknüpfung der beiden Disziplinen, diese zusammenzustricken, da einen Reißverschluss herzustellen, der gut auf und zugeht und funktioniert. Und auf der anderen Seite dann aber auch das Ganze praktisch in der nächsten Dimension von der Flughöhe eines Flächennutzungsplanes über ein Stadtentwicklungskonzept bis hin zum Bebauungsplan oder sogar zum Objekt hin zu entwickeln. Also wirklich auch von der Stadt, von der Gemeinde auf die Gebäudeebene das Ganze herunterzubrechen und im Prinzip ein städtisches Leitbild, ich habe es ja schon gesagt, oder ein Baulandbeschluss oder ähnliche Instrumente herbeizuführen, die dann von der städtischen Ebene in die Quartiersebene und auf die Gebäudeebene problemlos heruntergebrochen wird. Wir haben gerade auch dieses Thema Baulandbeschluss ist relativ wichtig, einfach mal zu sagen, wie wollen wir mit den Baugebieten der Zukunft umgehen, um nicht bei jedem Gebiet wieder eine neue Diskussion im Gemeinderat zu führen, wollen wir nun Effizienzhaus 40 machen oder wollen wir nun Passivhaus machen oder wollen wir lieber das Gesetz einhalten oder ähnliche Dinge. Einfach Eckpunkte zu schaffen, die verbindlich für alle Baugebiete dann auch umgesetzt werden können. Manchmal tut es, manchmal tut es nicht und da muss man sich natürlich überlegen, wie geht man mit Bestandsgebieten um, wo das nicht immer so reibungsfrei möglich ist. Die kommunale Wärmeplanung, die in Baden-Württemberg ja verbindlich vorgeschrieben ist, ich kenne inzwischen auch viele Kommunen, die es freiwillig machen, auch Konvoikommunen, die es mit mehreren zusammen machen, gibt ja auch auf räumlicher Ebene, das ist mir wichtig, das ist die räumliche Ebene. Alle Klimaschutzkonzepte sagen immer nur, was kann man tun?
Aber wichtig ist es, wo kann man das, was man tun will, auch anstellen, mit welchen Prioritäten? Und da ist die kommunale Wärmeplanung natürlich eine gute Voraussetzung. Wie entwickelt sich der Wärmebedarf? Wo sind die Potenziale für erneuerbare Energien? Wo kann man Nahwärme aufbauen? Wo muss man dezentrale Konzepte finden? Wie kann man das strategisch bis 2035 eben systematisch angehen? Und dann kommen wir zu der nächsten Ebene, ja, Gemeindeentwicklungskonzept oder Stadtentwicklungskonzept, wie verknüpfen wir das damit? Beides muss natürlich logisch miteinander verknüpft werden, dass man sagt, wo sind die Prioritätsgebiete in der Stadtentwicklung, in der Ortsentwicklung, was für Vorranggebiete im energetischen Bereich gibt es dort, wie können wir das dann im Rahmen von Stadtsanierung, Stadtumbau oder anderen Instrumenten eben aufsetzen. So kommen wir dann also im Prinzip von dem Gemeindeentwicklungs- oder Stadtentwicklungskonzept auch zu Neubaugebieten, zu energetischen Stadtgebieten. Und das kann man dann tatsächlich auch so machen, dass man da einfach auch, wir haben es in Böblingen gemacht, wir haben es in Nürtingen gemacht, dass man im Prinzip sagt, aus beiden Disziplinen heraus diskutiert man, wir haben da Werkstättenstätten zugemacht, diskutiert man, wie werden jetzt die Prioritäten in diesen Gebieten gesetzt. Also wir haben zum Beispiel in Böblingen ganz simpel ein Punktesystem gemacht und gesagt, ist es für den Klimaschutz 1 oder 2 oder 3 Punkte? Ist es für die Stadtentwicklung 1 oder 2 oder 3 Punkte? Und dann hat man dann eine Prioritätenliste gehabt. Das ist mal so eine Beispielkarte aus dem Energienutzungsplan der Stadt Esslingen. Der ist übrigens Grundlage gewesen für den Flächennutzungsplan. Also das heißt, die Flughöhe ist sehr, sehr hoch gewesen. Und dort hat man also schon eine bestimmte Ausweisung gemacht, Potenzialgebiete, wo etwas geht oder wo auch unter Umständen etwas nicht geht, Thema Wasserschutzgebiete, Thema Naturräume und ähnliche Dinge. Das muss natürlich alles mitgeführt werden. War ein sehr langer Prozess, aber wir haben viel gelernt oder alle haben viel gelernt und das haben wir dann bei der kommunalen Wärmeplanung ja dann auch in die Diskussion im Land mit der KEA zusammen eingebracht. Hier das Beispiel, was ich schon sagte, Stadt Nürtingen, Klimaschutzkonzept, Stadtentwicklungskonzept und dann sind wir vorgegangen und haben also verschiedene Schwerpunktgebiete, Bestandsgebiete, Neubaugebiete, sind wenig Neubaugebiete, eigentlich alles Bestand, haben wir aufgegriffen und haben dann gesagt, welche Strategien sind welche für welche Gebiete, in welcher Reihenfolge dann sinnvoll, wo lohnen sich Quartierskonzepte, wo muss man vielleicht verstärkt in die Beratung gehen, weil dort gerade Erneuerungsstrategien laufen, wo macht man Solarkonzepte, weil man noch keine einzige Solaranlage auf den Dächern gesehen hat. Also das sind so Dinge, die einfach dann sozusagen eine strategische Grundlage für die Weiterentwicklung, wo wird welche Klimaschutzmaßnahme mit welcher Intensität, mit welcher Tiefenschärfe eben auch angegangen. Kommen wir mal zu Neubaugebieten. In Neubaugebieten, Sie haben schon im Vorgespräch, habe ich schon gehört, es geht weniger auch natürlich, es ist üblich für städtische Räume um Neubaugebiete. Natürlich gibt es aber immer noch Arrondierungen, es gibt Konversionen, es gibt alle möglichen Gebiete, die neu entwickelt werden, wo eben auch Neubau entsteht. Und da gibt es natürlich sozusagen hier mal als Spielregel formuliert, das Thema gute Gebäudebestände logischerweise, aber solche Gebiete sollten als stadtplanerisch natürlich sehr kompakte Gebiete sein, auch aus Ressourcenschonungsgründen, auch aus Baukostengründen. Kompakte Gebäude sind kostengünstiger als weniger kompakte Gebäude. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kann zum Beispiel auch bei einem Architektenwettbewerb im Vorfeld schon mit abgefragt werden. Das machen wir gerade in einigen Wettbewerben, wo man das also den Teilnehmern schon abverlangt, dass sie da Aussagen zu machen, dass man das prüft, dass man das in die Bewertung natürlich mit reinnimmt, diese Kompaktheit. Das ist ein grober Schnitz natürlich im Wettbewerb. Das kann man dann nachher weiter verfeinern. Der zweite Punkt ist, wir wollen natürlich die Sonne nutzen, sowohl passiv als auch aktiv. Passiv durch die Fenster, das ist das, was wir in Schlichten gemacht haben. Das Passivhaus lebt von den Energiegewinnen im Inneren und dem, was durch die Sonne reinkommt. Und das andere ist natürlich dann auch das Thema, wo sind aktive Solarflächen, sind die gegenseitig verschattet oder weniger verschattet, wie viel Dächer, wie viel Fassaden kann man denn tatsächlich dann aktiv belegen, dass die auch wirtschaftlich und effektiv sind. Das ist hier ein Beispiel aus Langenau bei Ulm, wo man dann über 3D-Animationen dann versucht, das herauszukriegen, auch eine städtebauliche Optimierung macht, sagt, da schärfen wir nochmal nach, da drehen wir die Gebäude noch ein bisschen oder schieben das noch ein bisschen hin und her. Das ist
dann ein Entwurfsprozess. Und das ist mir ganz wichtig, deswegen so frühzeitig eben rein in das Thema Stadtentwicklung und oder Neubaugebiete, weil es dann auch in den Entwurfsprozess mit integriert werden kann, genau wie Grundstückszuschnitte, Verkehr, Freiraum und ähnliche Dinge. Und dann kommt, das ist natürlich eine hochkomplizierte Grafik jetzt mal so im ersten Augenblick, aber wichtig war uns, wir haben in Frankfurt 12 Baugebiete untersucht im Auftrag der Stadt. Wie kann man dort die Ziele des Klimaschutzkonzeptes beziehungsweise 100% klimaneutral erreichen? Und das ist mal nur so ein Beispiel, wie dann auch so eine Bilanz für so ein Baugebiet mal aufgezogen werden kann. Auch relativ grob erstmal gemacht, weil man hat ja, sage ich mal salopp, auf der Duplosteinebene nicht mehr als so die groben Kubaturen, die dann erst in den Bebauungsplan gegossen werden und dann erst in Architektur umgesetzt werden. Aber man kann natürlich aufgrund der Gebäudemassen, der Baumassen, der zukünftigen Nutzung die Bedarfe schon festlegen. Man kann dann auch schon versuchen, verschiedene Versorgungskonzepte ausfindig zu machen. Kann man dort Erdwärme nutzen? Ist da eine Abwasserwärmenutzung sinnvoll? Hier jetzt Geothermie zum Beispiel in Verbindung mit Dachkollektoren, die sowohl Wärme als auch Strom machen, zusammen mit Wärmepumpen, dass man dort Konzepte entwickelt. Wir haben dort den Begriff des Energieautarkiegrads geprägt und gesagt, mit wie viel Prozent lokal erneuerbare Energien können wir den Strom- und Wärmebedarf denn abdecken? Wir haben für Frankfurt festgestellt, dass 50% immer geht. 70% bei Wärme ist möglich. Die Stadt Konstanz fordert sogar 90% regenerativ im Wärmebereich. 20% bei Strom, je nach Dichte, da wird es dann schon immer ein bisschen enger. Wir haben aber auch Gebiete in Ludwigshafen zum Beispiel, wo wir die 40% Autarkiegrad auch im Strombereich hinbekommen. Also das ist so ein wichtiger Begriff, einfach mal zu gucken, wie kann ich die lokalen Energien, regenerativ erzeugten Energien dann wirklich auch sinnvoll in dieses Wärmekonzept einbinden, bevor man dann also sagt, jetzt machen wir da wieder mal eine Gasleitung hin, was inzwischen immer unpopulärer wird. Aber das ist früher mit den Blockheizkraftwerken ist man immer schnell zur Hand gewesen. Wir haben jetzt hier mal geguckt, was ist wirklich zukunftsträchtig und wie kommen wir auch aus den fossilen Energien raus. Also ein Prozess, der jetzt eigentlich auch, so hat es ja Habecks Referent auch in Berlin schon gesagt, dass eigentlich die Energiekrise im Moment, die Gasknappheit und Strompreiskrise, auch solche Konzepte eben befördert und befeuert und wir eine Chance haben, diesen Prozess auch ein wenig zu beschleunigen. Das wäre wünschenswert. Ich habe das für Sie mal zusammengestellt. Energiebedarf minimieren. Was könnte man als Eckpunkt setzen? Zum Beispiel Passivhaus oder Effizienzhaus 40. Das sind so die beiden Standards, die im Moment existieren. Effizienzhaus 40 wird ja mit dem Nachhaltigkeitszertifikat NH auch noch gefördert. Bei der Solarenergiegewinnung kann man verschiedene Eckpunkte sagen 60% der Dachfläche belegen oder 0,02 Kilowatt Peak pro Quadratmeter Nutzfläche. Also das sind einfach nur Beispiele für Eckwerte, die man sich als Stadt, auch als Eckwerte für Neubaugebiete, eventuell auch sogar für Bestandsgebiete eben geben kann. Wir hatten in Frankfurt auch Bestandsgebiete dabei, 2 oder 3. Dann dieses Thema, was haben wir lokal, was ich schon sagte, wie viel können wir an lokaler Wärme dort wirklich nutzen? Da ist natürlich Umweltwärme, Boden, Luft, Wasser ist klar, aber natürlich auch die Abwasserkanäle sind ein riesengroßes Potenzial. Das haben wir in vielen Gebieten festgestellt, gerade in verdichteten Gebieten, wo die Kanäle dann entsprechende Querschnitte haben, lohnt sich das. Wir müssen aber dann in Neubaugebieten vor allen Dingen die technischen Voraussetzungen erfüllen. Wir brauchen Niedertemperatursysteme, also Verteilsysteme mit extrem niedrigen Temperaturen, Exergiewirkungsgrad, sage ich mal salopp, kalte Nahwärme als Thema, mit dezentralen Wärmepumpen arbeiten an den Stellen. Das geht in Neubaugebieten, da kann man das ganz gut designen. In Bestandsgebieten wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich sehr hohe Wärmebedarfe immer noch haben, selbst wenn die gedämmt sind. Aber auch da sehe ich, dass Wärmepumpen und Geothermie oder Luftwärmepumpen durchaus zielführend sein können. Die Transformation der Energiesysteme, da haben Sie als Stadt
wenn Sie kein Stadtwerk haben, wenig Einfluss. Wenn Sie Stadtwerke haben, haben Sie mehr Einfluss. Aber das ist die Veränderung der übergeordneten Systeme. Also das praktisch, man muss immer berücksichtigen, wir haben heute Emissionswerte von Strom und Wärme im Bundesdurchschnitt. In 10 Jahren wird der sich natürlich deutlich verbessern. Das heißt, das muss man in diese ganzen Konzeptionen auch immer mit einbeziehen. Das haben wir in Frankfurt auch gemacht, die Transformation der Fernwärme und die Transformation der Stromsysteme, der vorgelagerten Systeme sozusagen. Handlungsempfehlungen für neue Quartiere, einfach mal für Sie so zusammengestellt. Das ist jetzt relativ viel. Hier das Heinrich-Pesch-Areal. Da haben wir am Freitag die große Eröffnung mit den Investoren und müssen denen erklären, was wir alles vorhaben. Also nicht nur im Energiebereich, sondern eben in allen Bereichen Sozial und Mobilität und städtebaulich und so weiter. Festlegung von Energiestandards, Mindestflächen für Solaranlagen, Mindestwerte für den Autarkiegrad, das habe ich alles schon gesagt. Lebenszyklus auch mitbeurteilen, das ist ein ganz wichtiges Thema über Qualitätssiegel, nachhaltige Gebäude, also DGNB oder andere Zertifizierungen, die dann dazu sich eignen, dieses Qualitätssiegel zu erfüllen. Mir ist es aber auch wichtig, jetzt kommen wir wieder zu diesem sozialen Thema, auch wirtschaftliche Baukonzepte zu entwickeln mit niedrigen Betriebs- und Unterhaltskosten, auch möglicherweise mit niedrigeren Mietkosten als bisher. Die Stadt Konstanz hat sich ins Stammbuch geschrieben, die Wohnungen sollten bei gleicher Qualität in Zukunft 10-15% kleiner sein. Das ist eine Architekturaufgabe, sage ich mal. Ich bin Architekt und ich fühle mich da herausgefordert, da auch sich zu überlegen, wie kriegt man intelligente Grundrisse auf geringerer Fläche hin, die familientauglich, alterstauglich, jugendlichentauglich sind. Das ist nochmal eine ganz wichtige Sache. Der sechste Punkt ist für mich auch sehr wichtig. Die Energie ist kein Gestaltungselement, aber Energie kann auch ganz schnell mal die Gestaltung prägen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, Architektur und Baukultur zusammenzuführen. Wenn also irgendein Bürgermeister sagt, es ist mir egal, ob auf irgendwelchen Kirchenräumen, die unter Denkmalschutz stehen, Photovoltaikanlagen sind, dann muss ich sagen, da würde ich lieber genauer noch mal hingucken, ob das tatsächlich benötigt wird, ob das sinnvoll ist und ob man wirklich auch das anders gestalterisch machen kann. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, auch im Bestandsbereich, also Stadtumbau nicht darin zu verstehen, dass alles dann, wie hat eine Stadtplanerin in dem Wettbewerb mal gesagt, nicht schon wieder überall weiße, wärmegedämmte Fassaden. Ich will mal andere Fassaden sehen. Das ist ein wirklich für mich als Architekt auch ein wichtiger Punkt, das baukulturell auch gut zu verankern, wirklich auch schöne Architektur zu finden. Dann Energiekonzepte erstellen, verpflichtend. Stadt Freiburg macht es verpflichtend. Für jedes Baugebiet muss ein Energiekonzept erstellt werden. Das ist im Gemeinderat einmal so beim Baulandbeschluss festgelegt worden. Und zum Schluss Umsetzungsstrategie und Bürgerdialog als ein ganz extrem wichtiger Punkt, den ich sehe. Bestandsquartiere ist Ihnen auch nochmal sehr wichtig. Da kommen wir wieder als Grundlage zum kommunalen Wärmeplan. Der kommunale Wärmeplan kann hoch aufgelöst, das ist ein bisschen zu hoch aufgelöst, weil so Einzelgebäude abzubilden, sollte man eigentlich jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr machen. Das ist gerade sehr umstritten. Aber hier sehen Sie, wie das verschnitten werden kann. Wir haben hier den Wärmebedarf abgebildet mit den Gebäuden. Wir haben auf der rechten Seite den Einflussbereich einer Abwasserwärmeleitung, wo eine Versorgung möglich ist und unten ein Nahwärmekonzept, was schon existiert, was man jetzt miteinander verknüpfen kann. Also drei Bausteine, die man da zusammenführen kann. Und wenn jetzt so ein Quartier angegangen wird für die Quartiersentwicklung, für eine Zukunftsentwicklung, dann ist das eine wichtige Grundlage, um in der Quartiersentwicklung auch Aussagen dazu zu haben, wie kann dieses Gebiet zukünftig potenziell versorgt werden, was muss man für Strategien ergreifen. Das haben wir hier für Weinstadt auch nochmal gemacht in Endersbach. Da ist ja dann auch die Erweiterung oder die Zusammenführung Endersbach West und auf der Ostseite, der Zusammenschluss der Nahwärme durch die Stadtwerke geplant gewesen. Und da hat man natürlich genau geguckt, wo sind die großen Abnehmer, wo sind die Hotspots, wo man die Nahwärme relativ schnell hinführt und in der Kommunikation auch, wo ist gerade auch der große Bedarf an Sanierung. Wo gibt es also, wie das in Weinstadt heißt, den Schwarzen Peter, also ein großes Hochhaus mit vielen, vielen Wohneinheiten, der, wenn der die Heizung erneuert, tatsächlich auch eine wirtschaftliche Lösung ermöglicht.
ermöglicht. Nahwärme natürlich ganz genauso gucken, wo sind die Hotspots, das habe ich gerade schon erwähnt, hier aus Lörrach ein Konzept, was inzwischen auch realisiert wurde. Also wir schreiben hier das Jahr 2015 und es ist ein Gebiet jenseits des Bahnhofs, also kurz vor dem letzten Bahnhof vor Basel. Und dort sind also zwei große Hotspots, nämlich das rote, ein Neubau für ein Hotel. Sie werden gleich sehen, dass in Lörrach keine kleinen Hotels gebaut werden. Und hier ist die Agentur für Arbeit mit Heizungsanlagen, die so, würde ich mal sagen, dringend erneuert werden sollten damals. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können da ein kleines Netz aufbauen mit diesen beiden Hotspots, weil bis wir alle Leute, alle Einzeleigentümer hier an dieses Netz kriegen, da lohnt sich die ganze Vorleistung erstmal nicht. Wir brauchen also diese dicken Brocken, sage ich mal, brauchten wir, um das wirtschaftlich aufzubauen. Und das sind die Folgen draus. Das ist also, Sie sehen schon, das Hotel ist kein kleines Hotel. Das durfte aber nicht höher werden als das Rathaus in Lörrach, was auch sehr hoch ist. Tollen Blick hat man da von oben. Und es ist tatsächlich dann östlich, Hauptbahnhof heißt das Quartier, ist dort mit dem Betreiber zusammen eine Zentrale aufgebaut worden, damals eben BAKW-Basis. Soll aber mit einer Holzanlage dann noch langfristig verknüpft werden. Und man hat eine eigene AG Fernwärme Lörrach gegründet, um dieses ganze Thema dann wirklich gebündelt für die ganze Stadt eben dann weiterzuentwickeln. Das war so das Testimonial, das war so praktisch der Aufhänger, um dann diese AG Fernwärme auch zu gründen, dass man hier gemeinsam dieses Nahwärmenetz mit Badenova und Ratio Neue Energien aufgebaut hat. Also das heißt, Quartierskonzepte, wenn sie nach KfW gefördert werden, gehen sehr schnell in die Praxis. Das heißt, wir sind auf einer Flughöhe, die ungefähr im Keller endet. Das heißt, wir gucken also sehr genau, wo kann man Leitungen legen, wo kann man Zentralen bauen, wie viele Gespräche muss man mit Investoren führen. Ich weiß es nicht, wie viele Gespräche wir auch mit dem Verwaltern der Agentur für Arbeit geführt haben. Also bei 3 habe ich aufgehört zu zählen. Das heißt, das ist eigentlich eine Kommunikationsarbeit. Aber hat sich gelohnt. Ja, wie gehen wir in die Umsetzung? Das ist so ein bisschen mein letzter Punkt für jetzt. Bindungen vermitteln Maßnahmen und Ziele. Bindungen sind mir wichtig. Ich war früher so jemand, der gesagt hat, machen wir doch das freiwillig, wir müssen die Leute überzeugen. Nein, ich bin inzwischen der Meinung, reinschreiben in den Bebauungsplan, reinschreiben in den städtebaulichen Vertrag, reinschreiben in die privatrechtlichen Verträge, Satzungen aufstellen, um wirklich auch den Willen der Kommune, den Willen eines Erschließungsträgers dann wirklich auch aufzuzeigen. Und das Ganze dann wirklich auch, sagen wir mal, bis hin zu Sanktionen durchzuziehen. Also ich weiß nicht, wie viele städtebauliche Verträge ich mitverhandelt habe, aber das ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Kann man dann auch so machen wie manche Städte, die sagen, wir kaufen in so einem Baugebiet die ganzen Grundstücke auf oder die Schlüsselgrundstücke. Die Stadt Wernau hat das gemacht im Landkreis Esslingen. Die haben die Schlüsselgrundstücke aufgekauft und gesagt, da ziehen wir jetzt unser Nahwärmekonzept durch. Und wenn die anderen mitmachen, ist gut und die werden schon motiviert werden. Und es gibt bestimmt welche, die dann sagen, da machen wir nicht mit. Fördermaßnahmen, klar, immer was geben, freut die Leute, muss man aber eben diesen Mitnahmeeffekt sehen, der jetzt beim KfW oder Effizienzhaus 55 Standard ja zu Recht angemahnt worden ist. Information und Kommunikation, Bürgerbeteiligung als ein ganz wichtiges Thema, mitreden lassen bei Bestandsgebieten, noch wichtiger als bei Neubaugebieten. Die Bürger kennen ihren Stadtteil viel besser, als wir als Planer diesen Stadtteil kennen. Und es macht einfach einen wahnsinnigen Spaß, mit denen zusammen tatsächlich auch Konzepte zu entwickeln. Wir haben also in Oberkirch im Sanierungsgebiet bei 4 Arbeitsgruppen, waren 60 Bürger und Bürgerinnen beteiligt, hatten wir 4 Ortsentwicklungskonzepte hinterher. Ach, in 2 Stunden. Also war super. Qualitätssicherung und dann auch immer gucken, funktioniert es nicht, drauf gucken, Stichproben machen, Bauabnahmen, Baukontrollen, tatsächlich auch mal sagen, haben wir das gemacht, weil das nützt nichts, in einen städtebaulichen Vertrag reinzuschreiben, wir wollen da das und das von euch sehen, wenn man es nicht überprüft. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Bindungen im B-Plan, ich glaube, ich brauche Ihnen als Gemeinderäte und Baumenschen aus der Verwaltung nicht zu sagen, was man alles machen kann. Das würde jetzt auch ein bisschen den Rahmen sprengen, jetzt in jedes einzelnen Punkt einzusteigen. Bindung im B-Plan sicherlich.
Kann man aber nicht alles binden. Also gerade der 13er, 13b ist ja sehr umstritten gerade, weil da einfach der Umweltbericht nicht vorgesehen ist. Manches wird auch gar nicht gemacht, wie dann diese Anlage 1 zum Umweltbericht nach § 2, Quantifizierung von Auswirkungen auf den Klimaschutz. Da gibt es noch ganz wenig Anhaltspunkte, dass das wirklich auch sorgfältig zu Ende gemacht wird, ist aber laut Juristen ein Abwägungstatbestand. Also man muss aufpassen, dass man vielleicht mal in die Anlage 1 reinguckt, wenn man einen Umweltbericht macht, um dann tatsächlich mal zu gucken, müssen wir das quantifizieren und wie quantifizieren wir die ganze Geschichte dann auch. Und das habe ich schon gesagt, städtebauliche Verträge. Und im Sanierungsbereich denke ich, ganz wichtig für mich, städtebauliche Missstände eben auch mit zu erfassen, also 136er zu machen. Es ist, ich kenne noch kein Beispiel, vielleicht kennen Sie eins, wo tatsächlich der städtebauliche Missstand des hohen Energiebedarfs als Sanierungsgrund aufgezogen worden ist. Meistens wird es im Zusammenhang mit anderen Missständen im öffentlichen und privaten Bereich gesehen. Und hier lassen sich natürlich, und das ist für uns wichtig, die Klimaschutzkonzepte, Energiekonzepte sehr, sehr gut integrieren. Das heißt also, beides parallel aufzustellen, A, die Stadtsanierung in der Vorbereitung zu machen mit den vorbereitenden Untersuchungen, dann aber gleichzeitig eben auch ein Energiekonzept aufzusetzen nach KfW 232 und dann auch den Quartiersmanager mit zu beantragen, der dann gleichzeitig für den Quartiersmanagement aus dem Städtebau zusammenarbeiten kann und die Energiethemen dann auf 3 bis 5 Jahre in der Praxis umsetzen kann. Ja, das habe ich schon gesagt. Das macht dann Spaß mit Bürgern und Bürgerinnen hier in Mutlangen mit der Stefanie Esswein, die da ganz weite Schritte gegangen ist. Da haben wir ganz tolle Arbeitsgruppen zum Thema Mobilität gemacht. Schulzentrum, ruhenden Verkehr, fahrenden Verkehr, Fahrräder, Verkehrssicherheit, alles Mögliche. Und das waren Schüler, Lehrer, Eltern. Also das war eine Veranstaltung, die werde ich so schnell nicht vergessen, weil sie einfach richtig gut war, weil richtig intensiv und gut diskutiert wurde. Ja, die gebe ich Ihnen jetzt einfach mal am Schluss mit. Die Punkte, ich bin jetzt, jetzt haben wir schon 37 Minuten, ich bin jetzt noch ein bisschen zu lang geworden, aber wie gesagt, zentrale Aufgabe für Stadtplanung, Ziele formulieren, Maßnahmen entwickeln, das kennen Sie sicherlich alles aus Klimaschutzkonzepten und der kommunalen Wärmeplanung bis hin auch Kooperation mit anderen Kommunen. Wie macht ihr das? Wie habt ihr das gelöst? Miteinander gemeinsam handeln, wie es dann gerade kleine Kommunen wie Kern, Remshalden, Winterbach dann gemeinsam machen, zu sagen, wir schaffen das nicht allein, aber zusammen sind wir stark. Ja, das war's dann. Jetzt freue ich mich einfach auf Anmerkungen, Fragen und gebe zurück an die Moderation.